Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu A Very Bad Grunt. Ich hatte gerade mal Trick 17 ausprobiert, was mir ja bei meinem Weihnachts-Custom-Level geholfen hatte, hier, na, sag doch mal schnell, wie hieß es denn noch? Naja, da, wo ich auf jeden Fall den Puderzucker halt nicht nehmen konnte, ne? Light Up for Christmas oder so, genau. Dass ich da halt das Spiel kurz ausgemacht habe und dann einfach nochmal neu angemacht habe, ob dann der Schlüssel verwendet wird dort, aber dem war nicht so. Aber ich habe jetzt nachgeguckt und weiß ganz viele Dinge. Ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt natürlich, aber ich weiß jetzt drei Sachen, die wir noch machen können. Erst einmal hier. Hier müssen wir nämlich die Brechstange benutzen. Komm da mal einer drauf, dass wir dieses Auto aufbrechen müssen, dieses Feuerwehrauto. Ich wäre nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Wenigstens kriegen wir mehr Heilung, Munition und die Schrotflinte. Genau. Mehr ist ja auch nicht, okay. So, Schrotflinte brauchen wir an einem ganz speziellen Ort. Ich mache das mal einfach in der gleichen Reihenfolge, in der ich es gerade gesehen hatte. Ich muss die Schrotflinte erstmal auswählen. Denn von alleine zieht sie nicht. Wäre ja auch zu einfach. So, hier können wir jetzt nämlich rein und hier ist eine Tüte voller Kohle. Genau. Und hier ist auch gleich die nächste Zahl. Und das Schöne ist vor allem, ich habe gerade eben mal in meinem Spieleordner nachgeguckt, ob ich dort halt direkt eine Lösung habe, aber nein. Das nicht, aber den Code hatte ich direkt komplett da drin in der richtigen Reihenfolge. Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Zahl an der Wand im Werkzeugraum mit den Bierkästen 7. Okay, die 3 aber auch. Zahl unter bla bla bla, okay. Hm. Nicht, dass es nicht mitgenommen wird oder sowas, ne? So. Ja. Gehen wir direkt mal hier lang. Denn jetzt haben wir die Kohle für den Grill. Es war also nicht nur Feuer, was fehlte, nein. Ich muss da Kohle erstmal reingeben, denn da ist ja nicht wirklich viel drin. Wenn überhaupt. Ha? Ha? Jetzt verarsch mich aber nicht, Spiel. Ah, ich muss es so auswählen, okay. Und die Eule fliegt dadurch endlich mal weg. Nice. Ist die Kohle auch wirklich drin? Decke. Nicht wirklich, aber egal. So. So viel dazu auf jeden Fall. Aber, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, mache ich eben etwas, was ich eben auch noch im Video gesehen hatte sogar. Danach hatte ich auch ausgemacht. Hier ist ein kleines Schloss am Auto. Dafür ist anscheinend der rote Schlüssel. Ja, sieh da mal. Spiel ist also nicht verbuggt. Alles gut. Schließ mal das auch schon mal auf. Ja, das arme Wildschwein, was wir im Intro gesehen haben, im Menü, das ist wirklich das da, die Überreste. Aber hey, der Hund erfreut sich dran und da ist irgendein komischer Ring, den wir uns nehmen können. Deswegen danke, Hund. Ach, bist schon satt, hast aufgehört zu fressen. Seht ihr mal, und das ist der Schlüssel dann für oben. Ja, Balkonschlüssel, der heißt auch wirklich so, ja. Erstmal Hundekörbchen jetzt kontrollieren, ne? Ab jetzt weiß ich wieder nichts. Das sind nur diese drei Sachen, die ich nachgeguckt hatte, bevor ich so schnell nicht weiter weiß. Du bist schon wieder hier? Und der Hund da hinten ist aber auch noch da, oder was? War das jetzt nur für den Schlüssel, oder? Aber hier ist auch der Hund. Der ist doppelt. That's creepy. Egal, ich will mich nicht beklagen. Ich beschwere mich wirklich gar nicht. Nee, alles okay. Alles okay, Spiel. Mach, wie du meinst. Ist vollkommen in Ordnung. Ich will jetzt nur endlich mal diesen Jump-Switch umlegen. Ja, ich will den eiskalt umbringen.
genau. Perfekt. Sah unlogisch aus, war es, glaube ich, auch, aber ich habe es geschafft. Okay, das sind dann wohl die Fackeln, die da rausgefallen sind. Total logisch. Aber ist okay. Ein Riesenstreichholz, yay! Kennt ihr eigentlich diesen dämlichen Karnevalswitz? Ja, als was gehst du denn dieses Jahr? Ja, ich gehe als Streichholz. Ja, wie willst du das denn machen? Ja, ich ziehe mich splitterfasernackt aus und einen roten Kopf kriege ich von alleine. Ach, hier sind auch Fackeln. Why? Braucht man so viele? Ich weiß es nicht. Naja. Egal, wir haben auf jeden Fall eine. Also mehr als genug. Upsala. Hui, halbe Erderschütterung hier. Oh oh. Sie kommen. Oh, ich sollte mich heilen. War's das? Okay, war nicht so schlimm wie gedacht. Das waren die Hearts Angels. Ich habe sie umgebracht. Es gab sie mal. Okay, ich konnte wirklich eine Spitzhacke von denen nehmen. Mal eben kurz die Fackel nehmen und wegschmeißen. Weil vielleicht haben die ja noch mehr verloren für mich, die Jungs. Ich habe mal eben so eine ganze Rockerbande ausgeschaltet. Yay, Lara ist eine Mörderin. Aber die haben mich ja auch gehauen. Wenigstens haben sie mich auch nur gehauen. Ne, wäre ja schlimm, wenn die sonst noch was mit mir hätten machen wollen. Also wenn die Schusswaffen gehabt hätten, meine ich damit eigentlich. Spitzhacke. Wozu brauche ich denn eine Spitzhacke, bitteschön? Ja, das sehe ich auch, dass es das ist, aber... Hä? Stehen hier überhaupt jetzt die Motorräder oder war das nur das Geräusch? Also irgendwie war es nur das Geräusch. Ich sehe kein einziges Motorrad. Aber egal. Ist ja scheißegal. Aber ernsthaft, wozu brauche ich die Pickaxe? Die Hackepeaks. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt aber auch egal. Also ich hoffe, dass es mir egal sein kann, denn ich will jetzt eigentlich mal endlich wirklich ins Haus. Wobei ich immer noch nicht die letzte Zahl natürlich gefunden habe, aber ich habe sie wenigstens in Ordner stehen, sag ich mal. Deswegen, sofern hier nichts Wichtiges wirklich ansonsten mehr rumliegt, sollte ich ja trotzdem das Spiel beenden können. Dann kann ich ja immer noch euch das zeigen, was ich sonst vielleicht draußen jetzt verpasse. Oder ich brauche sie wirklich drinnen, um noch irgendwas da kaputt zu schlagen. Ich weiß es nicht. Nein! Oder der Schlüssel funktioniert jetzt wirklich nicht. Das wäre ja auch ganz witzig. Weil ich wirklich noch draußen irgendwas kaputt schlagen muss und erstmal die Zahl brauche. Weil wenn Lara die Zahl nicht kennt, kenne ich sie vielleicht auch nicht so nach dem Motto. Aber mal ganz ehrlich, wo? Oder soll ich das Fleisch dann noch weiter zerhacken für den Hund oder was? Ne, wo sollte ich hier noch eine Hacke benutzen? Er funktioniert auf jeden Fall, deswegen. Gehen wir mal rein. Da ist die letzte Zahl nämlich hinter. Süßes Zimmer. Kann ich die Hundekekse nicht mitnehmen für den kleinen Hund? Nee, irgendwie nicht. Ist ja schade. Aber die Fackel nehme ich mir auf jeden Fall noch gerne mit. Und hier ist die letzte Zahl. Jetzt stehen da zwei Leute und rauchen.
Jo, geil. Anscheinend muss ich zu den Leuten. Ja, cool. Aber hier ist dann wirklich halt die Eins. Was steht im Tagebuch? Wahrscheinlich nur... Oh, guck mal, hier ist eine Eins halt, ne? Zahl an der Wand im Zimmer von Felix und Fussel. Also das sind wohl Felix und Fussel, die da unten jetzt stehen und sich einen rauchen. Alter, den Hund hier aber ganz schön verwöhnt, ne? Obwohl er die Kekse wiederum nicht angerührt hat. Also vielleicht auch nicht. Vielleicht waren die einfach nur schlecht und sie wollten ihn ärgern. Ich weiß es nicht. Oh je. Das ist hoch. Das ist hoch. Das ist sehr hoch. Hilfe! Okay, es geht. Hey, Felix und Fussel, meine alten Kumpels. Wenigstens habe ich jetzt alle vier Zahlen. Hey, yo. Was geht ab, my friends? Darf ich jetzt rein? Hi, Lara. Ich habe den Einkaufszettel in unserem Zimmer liegen lassen. Kannst du mir den bitte holen? Wir rauchen doch gerade eine. Ja, das mache ich. Hier ist der Schlüssel. Cool. Okay, dann gib mir mal den Schlüssel. Dann raucht mal schön zu Ende, ihr alten Säcke. Ich hole euch dann mal euren Einkaufszettel, den ihr habt liegen lassen. Ich hoffe, das war für euch eben nicht zu leise. Ich fand's auf jeden Fall witzig. Aber der Laptop atmet auch gerade so schwer schon wieder im Hintergrund. Was los? Ich hatte doch nur eben in die Lösung geguckt. Alles gut. Ja, jetzt ist es halt auch der richtige rote Schlüssel. Und ich mache mir hier schon Sorgen, dass das Spiel verbuggt wäre, also wirklich. Hä? Save your game. Okay. Also anscheinend kann es hier abstürzen. Was? Oh. Ich muss anscheinend jetzt ganz schnell den Code eingeben. Hilfe. Shopping List. Bier, Waschmittel, Müllsäcke und irgendwie Hundefutter. Okay. Okay, die Zeit hält an, das ist gut. Also, 7, 8, 3 und 1. Keycode ist korrekt. Yay! Okay. Yay. Darf ich hier noch andere Türen untersuchen jetzt? Nee, hier nicht. Hier? Nee. Hier duscht vielleicht auch gerade einer, so klingt das jedenfalls. Oder in der Toilette läuft irgendwie Wasser. Ist ja cool, jetzt bin ich endlich mal hier wirklich drin. Ha! Okay. Was hier? Hier ist ein Treppenhaus. Ich kann den Farbeimer echt mitnehmen. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, runter gehen wir aber erst gleich. Jetzt mal kurz noch umgucken, ob ich noch irgendwo rein kann. Ich höre irgendwelche komischen Geräusche auf jeden Fall. Okay. Aber irgendwo sonst noch rein komme ich nicht anscheinend. Weil ich meine, oben war doch nur das Zimmer, wo wir eben schon drin waren. Deswegen bin ich da auch nicht reingegangen. Naja, so weit oben ist es jetzt nicht, ne? Aber hier. Es ist doch dieses... Okay, es ist doch ein anderes Zimmer. Ich habe nichts gesagt. Gut, dass ich nochmal hier reingehe. Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel für was auch immer. Und nochmal Heilung. Das ist gut. Das ist nett. Wer klopft denn hier so komisch? Hör mal, wer da hämmert. Oh. Okay, hier im Spiel haben wir 20:19 Uhr. Es ist Abend, 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 Abend. Lalala. Weiße Farbe. Wo ist die Tür zum Treppenhaus jetzt gewesen? Oder ist sie wieder zu? Nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay, was sagt die Zeit? Ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, falsch auf die Uhr geguckt oder sowas. Aber wir haben sowieso viel für diesen Part erreicht, weshalb ich jetzt einfach mal diesen Part hier beenden würde. Und, ja.
Ja, ich meine, die Hearts Angels habe ich schon besiegt. Die Bombe konnten wir gekonnt entschärfen. Zum Glück hatte ich den Code ja in der richtigen Reihenfolge in meinem Spieleordner stehen. Sonst hätte ich da jetzt erstmal lange rumprobieren müssen und wäre vielleicht gestorben. Auch wenn es so viele Kombis natürlich nicht gibt bei 4 Zahlen, aber trotzdem. Ist ja so besser. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Part, wenn wir vielleicht auch schon das Custom Level beenden können. Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Erinnerung, wie gesagt, ansonsten mehr daran. Und ja, bis zum nächsten Part dann mal, ihr Lieben. Ciao! -i.